Das Duell. Und damit willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, was geht dem Duell eigentlich hervor und wer kommt eigentlich in diesem Duell vor? Es wurde natürlich unheimlich Fame hier, gar keine Frage. Und ich bin ja gar nicht so der Fan von Duellen und Freundschafts-Clan-Kriegsangriffen etc. Das ist nicht wirklich so meine Welt, muss ich sagen. Und da tummel ich mich zumindest sehr, 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 sehr selten. Gestern konnte ich mich allerdings nicht mehr davor retten. Also ihr kennt sicherlich solche Formate bei Noobs oder ich nenne ihn eigentlich immer Sir Triple M, also bei Max. Ich verlinke euch auch zumindest seinen Kanal mal unten, seinen Twitch-Kanal in meiner Beschreibung, denn dort finden immer mal wieder solche Turniere statt. Und also so ein King of the Hill, also so ein 1 gegen 1 Duell, wo du, was weiß ich, mindestens 70% machen musst, um drin zu bleiben, sage ich mal, im Umlauf. Und drei Sterne sind natürlich dann besser. Und tatsächlich kam dann besagter Streamer-Kollege gestern Abend bei mir in den Stream rein und meinte, er müsste mich duellieren, also herausfordern. Da ich ja im Clan Herausforderer bin, Herausforderung angenommen und das Duell auch vor allen Dingen angenommen, aber es wurde auch richtig witzig. Also es kamen dann auch noch andere Leute hier rein in den Clan, mit denen ich mich auch noch duellieren musste. Das wirklich Peinliche zeige ich euch dann aber. Ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein jetzt in den allerersten Angriff von mir und dann könnt ihr sehen, was da eigentlich passiert ist. So, ich halte nochmal an kurz die Wiederholung. Und also man präsentiert dem anderen letztendlich seine Bases. Und ich greife dann einfach mal an, was ich nicht gesehen hatte. Es gibt ja eine Freundschaftsarmee, also für Freundschaftsangriffe. Und die hatte ich natürlich jetzt nicht geändert auf meine eigentlich aktuelle Armee, mit der ich ein bisschen am Üben bin. Also immer noch den Pekka Yeti Smash. Und hatte hier dann so ein Hybrid am Start, eigentlich mit viel zu viel Hocks. Und ich wusste jetzt auch nicht, was hat der Max in seiner Clanburg. Aber egal, wir gehen mal rein. Und jetzt passiert eigentlich das, was so ein bisschen so durch Zufall passiert. Ich greife nämlich an und zwar über die Seite hier, ich glaube über die Seite der Clanburg und komme also mit einem Queen Charge oder Queen Walk. Erstmal ist es ja ein Walk, weil noch weiß ich ja nicht, wo geht meine Prinzessin, musste sie früh wooten, keine Frage. Und oh, Clanburg, alles klar, klein Viech und die Super Minions dort, die ich sowieso nicht so richtig in der Clanburg mag. Also ist schon eine ziemlich starke Truppe und wenn du da nichts hast, und die stehen jetzt auch nicht im Gift, ne? Ich habe die kleinen Truppen gegiftet, die kommen jetzt zwar ein bisschen nach, aber ihr seht, dass ich hier schon relativ früh meine Wutzauber ziehen musste. Und ich glaube, jetzt friese ich gleich auch noch ein bisschen was eigentlich unnötig war, aber immerhin ein X-Bogen weniger auf meiner Queen und eine Bauhütte weniger auf meiner Queen, denn irgendwann wird es ein bisschen zu hart. Unten habe ich die Kanone mal weggemacht, so mit zwei Schweinereitern, da ich ja sowieso reichlich dabei hatte. Und oben wird weiter gefunnelt mit dem King. Und dann geht es auch schon mit dem Hybrid hier rein, Kaserne gesetzt. Auch da hatte ich jetzt nicht optimal Truppen für mich drin, aber ich hatte immerhin Clandruck drin, was ja jetzt nicht schlecht ist. Und denn die wechselt bei mir im Moment gar nicht. Da das Einzige, was ich dann mal wechsle, ist dass ich Kasernen nehme oder aber ich nehme dann den Flammenschleuderer. Aber selten, dass ich im Moment die Kasernentruppen als solche tatsächlich wechsle. Und naja, so schlecht sah das gar nicht aus, muss ich sagen. Also, da ist schon ewig kein Duell mehr gespielt. 14 auf 14. Und die Base ist auch Max, also hat alle Mauern ist Max ausgebaut hier. Er spielt auch mittlerweile bei Eve, habe ich mir dann sagen lassen. Denn früher, ich kannte ihn eigentlich noch bei den Elite Smokers. Und ihr sicherlich auch, aber ich glaube, so eine Veränderung tut sicherlich ganz gut. Ich meine, ich habe mich ja auch ein bisschen verändert, bin eigentlich in meinen eigenen Clan gegangen, auch mit meinem Hauptcharakter, also mit meinem Main. Und unterstütze die dort, ja, und ihr seht selber, ne, man nennt das auch Lucky Punch, also, ja, das war ein Zufallsdreier, ne,
Ist natürlich gleich ein Schock für jemanden, der reinkommt und mich duellieren will, dass er sofort 3 kassiert. Ich meine, da muss ein bisschen nachlegen, keine Frage. Und das hat der Max aber auch gemacht. Das hat der Max auch gemacht. Er hat es dann, sagen wir mal so, er hat es dann probiert. Und er hat es länger probiert auf meine Base. Ja, eigentlich wollte ich meine Base noch umgestellt haben, denn hier oben, die Mauerteile, die gehören eigentlich andersrum da rein, sodass die auch dieses Lager hier auf der Seite so umschließen wie da. Das muss ich unbedingt ändern. Ich meine, das ist jetzt nicht ausschlaggebend, aber jetzt kommt eigentlich das Peinliche, also meinerseits, denn ich habe diese eine Base. Ich habe keine anderen Kriegsbases, ich habe nur diese eine, weil diese Base hier wurde bisher erst einmal im Klankrieg getrippelt von irgendeinem. Ich weiß auch gar nicht mehr, was es war, ob es ein Superdrachen war oder sowas. Aber bisher hat die halt echt super gehalten und oder die Angreifer waren halt nicht gut genug, sagen wir mal so. Und aber wie gesagt, bisher hat die echt super gehalten. Die Base, und deswegen nehme ich sie immer noch, aber ich brauche jetzt dringendst neue Bases, falls sowas nochmal auf mich zukommt. Ich meine, ich nehme das jetzt nicht immer an, also ihr braucht jetzt nicht zu denken, dass ich hier jetzt Tag ein, Tag aus Freundschaftsangriffe gegen und mit euch spiele. Das wird in gar keinem Fall so vorkommen, aber ich konnte mich jetzt im Livestream hier natürlich auch nicht lumpen lassen, ne? Da musste ja Gesicht wahren und muss so ein bisschen gute Miene zum tollen Spiel machen, gute Miene zum bösen Spiel, nee, zum coolen Spiel. Und schön gefunnelt, viel mit der Queen schon mal rausgenommen. Also ich habe es, konnte es auch live dokumentieren und ich zeige auch meine Base. Also das ist jetzt überhaupt kein Thema. Das ist jetzt kein Ultra-Geheimnis hier, was ich hier mache oder was ich hier fahre. Und der Max hat sich hier auch immer wieder was Neues einfallen lassen, also von Hybrid über Luftangriff, also über einen Queen Charge Lalo bis hin zu einer Armee, wo ich dann eigentlich gedacht hätte, ah, da kannst du mich nicht mit trippeln, das wird nichts. Das sehe ich quasi im Aufbau der Truppen. Und aber hier konnte ich es nochmal gerade so abwenden, dass er mich trippelt hier im Duell. Also das Duell hier ging dann weiter und jetzt konnte ich mich ein bisschen zurücklehnen. Ich habe dann im zweiten Shot 1 Stern und 83% geholt. Und aber ich meine, ich war ein Dreier vor und mit 83% wäre ich, glaube ich, sogar noch im Ranking gewesen, obwohl man, glaube ich, 2 Sterne braucht. Ich glaube, man braucht 2 Sterne, aber irgendwann war es dann soweit. Nach etlichen Angriffen auf meine Base, also die hat jetzt wirklich schon geraucht hier die ganze Zeit, war es dann doch irgendwann soweit und er hat eine Truppenarmee gefunden, mit der er ganz nahe daran kam, muss ich sagen, diese Base hier denn doch niederzuringen mit Kobolden und ja, mit ein bisschen Luft Drachenreiter. Scherzhafterweise hatte man dann auch schon während dieser ganzen Angriffskämpfe gesagt, dass man heutzutage tatsächlich mit Helden so viel rausnimmt, also du nimmst mit den Helden eigentlich so viel raus, dass du noch 300 Truppen clean up hast. War natürlich auch eine sehr witzige Situation und Aussage. 300 Truppen clean up und den Rest machen die Helden, aber so sah das hier wirklich so ein bisschen teilweise aus. Und es ist dann ja auch schon ziemlich stark, kommt jetzt unten mit dem Flammschleuder hier mit rein. Und das ist auch ein Angriff hier, der sich halt auch auf mehreren, oder der überhaupt auf mehreren Fronten stattfand. Aber wenn man das so sieht, schön gemacht hier mit dem King auch. Ich habe ja auch ein bisschen, oder er hat mir die Mauer da auch noch aufgemacht. Und aber auch beeindruckend, mit wie viel Truppen man dann angreift. Unten die Leiste wird ja nicht kürzer. Je mehr Truppen du reinnimmst, aber King und Queen nehmen hier jetzt schon auch wieder 32% mit 33, 35% Queen nochmal jetzt geraged hier unten. Hat jetzt aber auch kein Mauerbrecher mehr, um die nochmal rauszuziehen. Die muss jetzt also durch die Mauer. Optimalerweise hast du natürlich noch einen Mauerbrecher und jetzt kommen auch schon die Drachenreiter hier mit rein. Denn die Queen wird sich hier so ein bisschen Richtung Mitte dann reinziehen lassen oder reinziehen. Und hinten
war ja immer noch der King am Start, der hier auch noch ein Gebäude nach dem nächsten macht. Und ja, Flammschleuderer wird jetzt abgenagt hier von den Skeletten. Also Merke, Skelettfalle, lösen den auf jeden Fall aus, beziehungsweise machen den auf. Meine Skelette verenden jetzt zwar dann in dem darauffolgenden Gift, was aber letztendlich nicht schlimm ist. Und die Drachenreiter hier gehen richtig gut durch. Hier werden nochmal unsichtbar gemacht. Meine schwarzen Minen dort können die auch nicht aufhalten. Die Queen ist auch nicht aufzuhalten. Gegenüber dem Single Inferno, auch der wird weggemacht. Da die jetzt auch Richtung Gratus läuft und noch so den einen oder anderen Schuss drauf bringt, gelingt ihr das auch. Queen wird nochmal hochgeheilt. Rote Luftmine nochmal für die Heiler. Aber meine Defense war jetzt weg, ne? Muss man ganz klar sagen, meine Defense war jetzt weg. Und er hat es also auch geschafft. Also GZ, schöner Angriff hier, richtig cool gemacht. Und 100% auch für den Max. Also geht doch, aber trotzdem, ich muss echt dringend jetzt neue Bases haben. Denn ich habe, zeige ich euch gleich, ich hab wirklich nur eine. Ich hab wirklich nur eine einzige. Denn ich habe hier nur Showbases und habe hier auch keine weiteren Slots und in der Kriegsbasis. Da habe ich auch nur 3 Slots und die anderen Bases, das sind keine 14er. Ich glaube, das sind noch 13er. Aber vielleicht sollte ich mir doch mal 4.500 Gems in die Hand nehmen, um hier die zusätzlichen Layoutplätze dann reinzukaufen und zu füllen, vor allen Dingen für solche Zwecke. Natürlich, wie gemacht. Manchmal weiß ich auch nicht, warum ich gewisse Sachen nicht mache. Ich habe sie bisher halt nie gebraucht oder nicht gebraucht. Aber dann stellst du doch an einem Tag fest, kannst du vielleicht doch ganz gut gebrauchen. Und da hier dann ja noch mehrere reinkamen, haben die sich dann auch versucht, teilweise auf andere Bases. Und der Skylife hier war übrigens nicht der Skylife, den ihr jetzt meint, sondern das war irgendein Skylife anderer aus dem Chat. Ist hier dann auch reingekommen, hat hier auch die ganze Zeit angegriffen, auch auf Herr Max vor allen Dingen, der seine Base zur Verfügung gestellt hat. Und er hat es geschafft am Ende vom Max die Base mit einem schönen Angriff zu dreiern. Und da habe ich mir jetzt extra für heute aufgespart, den Angriff, denn ich wusste, dass hier nicht so viel gechattet wird, als dass ich das nicht nochmal mit reinbekomme. Und das ist jetzt quasi Aufnahme mit Ansage, denn ich habe das gestern Abend schon angesagt, jo, nehme ich morgen mit ins Video rein. Ich wusste halt nur noch nicht den Titel. Der Titel heißt halt jetzt das Duell. Und so richtig passend war das in jedem Fall. Livestream war wieder eine coole Sache. Kurzer, knapper Titel mit Clash. Und wenn ich live gehe, falls ihr auf meinem Kanal Follower seid, dann bekommt ihr auch mal so einen kleinen Hinweis. Da steht dann immer alt, aber live. Ja, mein Gott, es ist so, das ist ja real. Und aber real war halt auch, dass ich hier so einen Lucky Punch gebracht habe und gleich einen Dreier raushaue. Das war auch großes Gelächter, kann ich euch sagen. Und natürlich auch Hut ab, also. Danach ist mir halt auch nicht mehr gelungen und ich habe dann auch letztendlich den Leuten hier so ein bisschen zugeguckt, wie sie battlen. Und wir waren aber auch noch im laufenden Clankrieg. Also ich hatte so ein bisschen meine Augen natürlich auch auf den Clankrieg hier. Wir haben den Clankrieg wieder gewonnen. Wir haben jetzt eine 6er-Serie mittlerweile schon. Erschreckend. Erschreckend ist auch, dass mein Kaffee schon wieder kalt wird. Und haben jetzt schon wieder eine 6er-Serie. Nächster Clankrieg ist auch am Start und wir werden auch, denke ich mal, Ostern so ein bisschen was sehen. Ich muss mal sehen, ob am Samstag jetzt überhaupt, Samstag, Sonntag wieder Rising Star läuft. Ob wir da wieder ein bisschen was raus zeigen oder aber natürlich aus unseren laufenden Clankriegen hier oder ich bei euch oder so. Kann man ja auch mal machen, wenn ihr coole Clankriegsangriffe habt, dass man dann einfach live irgendwo reinwechselt und dann so ein bisschen was von euch zeigt. Das war ja eigentlich mal Videoformat hier. Habe ich jetzt auch schon ewig nicht mehr gemacht, dass ich selber mit einem anderen Account oder überhaupt mit einem Account in die Clans reingehe. Und er macht das Ganze hier auch sehr, sehr schön mit dem Lalo-Part noch am Ende. Und hatte aber recht gehabt, war ein sehr, sehr schöner Angriff hier auf den Max. Und so hat auch Max gegen Skylife hier 3 Sterne kassiert. Also wie gesagt, es ist nicht der Skylife, den ihr jetzt meint, sondern der hieß irgendwie Skylife Trooper oder sowas.
und kam hier direkt aus dem Chat und hatte eigentlich gedacht, dass wir hier auch so ein King of the Hill Turnier oder sowas machen oder ein 1-1 Turnier, Duellturnier, machen wir aber nicht. Aber ist vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Idee. Ich meine, daraus kann natürlich, hat das heute Morgen schon ein bisschen weitergesponnen im Kopf. Wenn man sagt, pass mal auf, hier zu Anfang des Monats hauen wir ein paar Goldpässe raus. Wer gegen mich gewinnt, der hat einen. Kann man ja mal machen, ne? Ist gar nicht mal so schlecht die Idee, glaube ich. Aber die Angriffe hier waren echt sehr, sehr cool. Naja, und dann ging das ein bisschen weiter, dann gingen die natürlich auch wieder weg. Und wir sind im nächsten Clankrieg hier, ist wieder ein bisschen was hinzugekommen. Wir haben nach wie vor noch ein bisschen Platz. Wir haben nicht ausgelichtet, wie das jemand geschrieben hat, sondern wir haben lediglich unsere Nichtangreifer jetzt rausgekriegt. Okay, wegen Gladiator, den müssen wir einfach nur noch mal wieder zum Richtigen bekehren. Ja, dann ist er wieder dabei. Mortus ist auf jeden Fall ein Spieler, der am Start ist. Und Skylife ist ja auch noch drin. Ich weiß nicht, ob der noch geht, aber der war jetzt Gast. Aaron ist neu, Kumpel von XY. Und wie gesagt, unser Clan hier, Kriegslok, klassisch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück hintereinander gewonnen. Echt cool. Dazwischen lag nur die Liga. Ja, gar nicht mal schlecht. Ich finde es sehr, sehr gut. Ich bin jetzt auch wieder mit zwei Accounts dabei. Müsste ich eigentlich mit Thorsten, mit Avatar und bin ich auch mit Donnerbengel. Ja, ich bin sogar mit drei dabei. 3 von 15 ist natürlich auch schon eine Menge, aber da könnte mir dann vielleicht helfen. Müssen wir mal gucken, wie wir das Ganze gestalten. Es gibt ja auch neue Spielchen. Magischer Preisnachlass auf alle Zauber gibt es 80%. Und großes Herz, große Beute. Gibt ein paar Mauerringe und man muss ein Superriese benutzt werden. So viel mal wieder dazu. Zwei Drache müssen benutzt werden. Okay, und ihr seht das hier. Ich habe die Schattenherausforderung natürlich auch geschafft. Also falls ihr euch das fragt, hat der Thorsten jemals diese Schattenherausforderung geschafft? Ja, hat er. Ich habe es mir, glaube ich, bei Izu doch angeguckt und ich meine, damit geht es, aber ich habe es auch, meine ich, mit einer anderen Armee mal gepackt und also habe mir hier zumindest den Forschungstrank abgeholt und die 400 EP. Wie das mit dem Skin ist, wissen wir noch nicht. Passmäßig geht es bei mir erst in ein paar Minuten weiter und ja, mal sehen. Aber wie gesagt, Freundschaftsarmee war dann auch nicht so mein Ding. Ich habe jetzt tatsächlich meine Freundschaftsarmee da unten gewechselt. Aber man kann natürlich immer die aktive Reihe nehmen, also wenn man jetzt sagt anpassen und ich gehe hier auf aktuelle Armee kopieren, damit kopiere ich nicht diese Armee hier in meine aktuelle Armee, sondern meine aktuelle Armee wird hier rein kopiert und ich kann es abspeichern. So ist das gemeint. Und aber im Moment ist halt meine aktuelle Armee tatsächlich immer noch der Smash hier. Hier mal was ganz anderes. Das ist auch so eine Armee, die mich unheimlich eigentlich gerade im Moment ein bisschen ärgert. Aber das ist Thema in einem anderen Video. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß hier beim Duell. Und wenn ja, dann könnt ihr dem Video einfach einen Daumen nach oben da lassen. Es würde mich super, super freuen, wenn wir uns dann vermutlich auch am Wochenende sehen. Also jetzt steht erstmal der Karfreitag vor der Tür. Dann kommt der Karsamstag, Ostersonntag, Ostermontag. Also ein bisschen werden wir da sicherlich machen. Und dann sehen wir uns in weiteren Folgen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und fürs Zuschauen. Ich wünsche euch trotzdem, falls ich den einen oder anderen nicht mehr sehe, natürlich frohe Ostern. Und ja, wie gesagt, wenn wir uns sehen, sehen wir uns. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Sind wir zumindest nicht aus den Augen, aus dem Sinn, sondern dann sehen wir uns halt in aller Frische nächste Woche Dienstag wieder mit einer neuen und weiteren Folge. Vielleicht kommt auch am Wochenende noch was. Muss ich mal gucken. Und jetzt aber genug geredet, glaube ich. Ich würde sagen, danke nochmal. Euer Toto. Clashed.